Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Heute wird auf dem Grill mal gebacken. Und was? Ein Zitronenkuchen. Die Galina von Galina Backt hat heute ein sehr interessantes Rezept bei YouTube eingestellt. Verlinke ich euch auch. Das werde ich jetzt mal nachmachen, aber ich werde es auf dem Grill machen. Es sind leichte Veränderungen drin, weil ich zum Beispiel keine Speisestärke da habe, aber so prinzipiell wird es das gleiche werden und ich kann euch dann bestätigen, wie gut dieser Kuchen ist. Was wir dafür brauchen, ist ganz einfach, habe ich mir nämlich hier aufgeschrieben. Und zwar 5 Eier getrennt nach Eigelb und Eiweiß, 280 Gramm Butter, 300 Gramm Mehl, alternativ 270 Gramm Mehl, 30 Gramm Speisestärke, ein Päckchen Backpulver, 240 Gramm Zucker, wobei man da auch jeweils die Hälfte braucht, eine Prise Salz, Zitronensaft und Vanilleextrakt. Folgt mir mal einfach an den Rührbesen und dann seht ihr, wie es gemacht wird. Wie ihr seht, habe ich sogar die gleiche Maschine wie die Galina. Zuallererst mal nehmen wir uns die 5 Eier, trennen diese und packen das Eiweiß hier rein. Ich habe ein bisschen geschlampt, wie man sieht. Mir ist ein ganz klein bisschen Eigelb mit reingeraten. Ich hoffe, dass es trotzdem funktioniert. Wir fangen an, das Eiweiß schaumig zu schlagen und werden nach und nach die 120 Gramm Zucker, also sprich die erste Hälfte, mit unter das Baiser geben. So, ich glaube, durch das Eiweiß und die vorhandenen Außentemperaturen, upsala, die wir hier haben, da Eigelb war es, kriege ich es nicht steif. Ich habe es jetzt also 5 Minuten rühren lassen, aber es ist sehr fluffig geworden. Und auch ein bisschen steifer hat es erreicht. Hätte ich gerne mehr, gut, man kann nicht alles haben. Schale erstmal beiseite. In die nächste Schale habe ich schon die Butter und den Zucker reingetan, also den restlichen Zucker und die vorhandene Butter. Das lassen wir jetzt langsam und sicher cremig rühren und geben nach und nach die Eigelb mit unter. Eine Prise Salz. Dann geben wir den Zitronensaft dazu. Jetzt langsam machen sollen. Und den Vanilleextrakt. Die 300 Gramm Mehl. Und das Backpulver gebe ich ineinander. Und rühre es runter. Dann gebe ich beides nach und nach dazu. Eine kleine Geschmacksprobe. Super. Auch von der Konsistenz her schön cremig, genau richtig. Jetzt geben wir noch das Baiser unter. Wie gesagt, schade, dass das nicht fest geworden ist. Sonst würde ich es jetzt langsam unterheben. Jetzt gieße ich es einfach mit rein. Das ärgert, ist gerade so ein bisschen ärgerlich, aber dann vermischt sich es wenigstens komplett. Dadurch, dass das eigentlich ein Blechkuchen ist, und ich nenne jetzt aber nur in der Vormache, weil wir nicht so viele Leute sind, bleibt da jetzt Teig übrig. Der ist natürlich schon verplant. Und jeder, der mich kennt, weiß auch, womit. Einfach nur eine Schicht hier unten drauf, sodass alles gut bedeckt ist. Ich habe unten Backpapier drauf getan, damit er nicht am Boden festbackt. Man kann auch Trennspray nehmen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden. So, den Grill habe ich auf 180 Grad eingeregelt, beziehungsweise gerade etwas drüber geregelt und jetzt runtergedreht, weil mir jetzt ja einiges an Hitze verloren geht. Hitze habe ich rechts und links gemacht, damit wir hier eine schöne Luftumwälzung haben. Den lassen wir jetzt drauf. In einer halben Stunde gucken wir nach, wie es aussieht. Wir machen den Stäbchentest. Der Boden sollte fluffig sein und dann schauen wir mal weiter.
So, dreiviertel Stunde ist um. Schauen wir mal nach. Oh, schön goldgelb. Trocken. So muss es sein. Das heißt, fertig. Den bringe ich jetzt rein. Schöne, geile Farbe. Guck mal. Sehr schön. Lass ihn ein bisschen abkühlen, dann kommt der Zuckerguss drauf und dann kann er verputzt werden. Jetzt habe ich ein ganz tolles Foto davon gemacht, wie ich die Schüssel hier wie ich die Schüssel da am Boden liegen habe. Also, das war natürlich jetzt doof. Ich habe Puderzucker genommen und Zitronensaft. Habe das Ganze gut verrührt, bis es eine wirklich cremige Masse ist. Also schön am Puderzucker. Ist er zu flüssig, tut man einfach noch was Puderzucker dazu. Am Zuckerguss. Ist er zu flüssig, tut man noch was Puderzucker dazu. Ist er zu fest, tut man noch was Saft dazu. Ich musste jetzt noch zweimal Puderzucker dazu tun, weil ich ihn einfach viel zu flüssig gemacht habe. Aber das passt schon. Das ist jetzt das Ergebnis. Ich habe den Puderzucker, ich habe den Zuckerguss hier oben drauf schön verteilt. Der muss jetzt noch ein bisschen trocknen. Ansonsten kann man den Kuchen jetzt schon verzehren. Aber was ich bestätigen kann, durch den Zitronensaft da drin. Super. Mm-hmm. Geil. Mm. Wir sehen uns gleich beim Verkosten. So sieht er aus. Total fluffig, wie man sieht. Mm. Klasse. Vielen Dank, Galina, für das Rezept. Ich hoffe, euch hat das Nachmachen gefallen. Ich habe es ja jetzt auf dem Grill gemacht. Mal was anderes. So muss das sein. Lasst mir einen Daumen hoch da oder einen Kommentar. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche.